Hallo liebe Zuschauer von mir, ich bin's wieder. Heute wieder mit einem neuen Video. Allerdings keine Folge Asperger Talk, auch kein Infovideo, sondern ich wollte einfach mal was ganz anderes machen. Und zwar mich über aktuelle Dinge beklagen, die mich so aufregen. Das heißt aktuell, es kann auch schon eine Weile her sein, dass darüber diskutiert wurde, aber ich dachte, ich mache das einfach mal. Falls ich die Reihe fortsetzen soll, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe festgestellt, persönliche Nachricht scheint es unter dem neuen Google. Ja, unter dem neuen Google, unter dem neuen YouTube nicht mehr zu geben. Das heißt, die Kommentare sind im Moment, soweit ich das gesehen habe, die einzige Möglichkeit, mich anzuschreiben. Vielleicht geht es noch über Google Plus, aber ich werde eine Möglichkeit suchen, mich anonym anzuschreiben. Das verspreche ich. So, dann ist die Frage, worüber ich mich denn heute aufrege. Und zwar über die Änderungen, sozusagen die Political Correctness in Kinderbüchern. Ich habe hier als Beispiel sogar ein sehr populäres Kinderbuch mitgebracht, nämlich die kleine Hexe. Das habe ich damals vorgelesen bekommen. Und ich muss zugeben, ich habe beim Vorlesen wohl nicht so gut aufgepasst, denn ich habe keine Ahnung, was denn drin passiert. Jo, ich habe das Buch jetzt mal wieder ausgekramt. Ich habe vorhin nachgefragt, ob meine Mutter das noch hat. Klar hat sie es. Und ich werde es auch meinen Kindern vorlesen, falls ich mal welche haben sollte. Das gleiche gilt auch für andere populäre Bestseller wie Das Sams, Jim Knopf und den Räuber Hotzenplotz. Letzteren habe ich übrigens 100 Mal gelesen. Den fand ich ziemlich geil eigentlich. Ersten zwei Teile, soweit ich das noch richtig weiß, war darüber, wie was für ein unbarmherziger Räuber er doch ist, was für grausame Taten er doch vollbringt. Er beutet immer alle aus, er überfällt alle, während er sich ab dem dritten Teil ändert und zu einem guten Menschen wird am unterm Strich und dann zum Gastwirt wird. Geniale Geschichte. Respekt an Ottfried Preußer, der leider schon verstorben ist, und auch Astrid Lindgren, die geile Werke geschrieben hat, die auch schon verstorben ist. Richtig geiles Zeug. Tja, dann kam allerdings vor einer gewissen Zeit, ich glaube, es ist jetzt auch schon wieder ein Jahr rum, irgendwelche Politiker, vor allem unsere geliebte Familienministerin Christina Schröder, die zum Glück nicht mehr im Amt ist, auf die Idee, man könnte doch diese Begriffe entschärfen. Klar, bei den Ottfried Preußler Büchern hat der Vertrag, ich glaube, es ist der Thienemann Verlag, steht hier drauf, ja, hat gesagt, wir werden darauf freiwillig verzichten, damit die Bücher zeitlos bleiben. Also, ich habe da mal so rausgeschrieben, fangen wir mal mit Pippi Langstrumpf an, was von Astrid Lindgren geschrieben wurde. Geiles Buch, geile Filme, müsst ihr euch dringend geben, und wer ohne die aufgewachsen ist, ist einfach nur traurig, weil es muss einfach jeder mal gelesen oder gesehen haben. Ja, das populärste Beispiel ist, ich weiß nicht, ob andere Begriffe da auch noch vorkommen, aber ist der Negerkönig. Oh, das böse N-Wort, was ja keiner mehr benutzen darf für einen dunkelhäutigen Menschen. So hat man das früher normal gesagt. Heute gilt der Begriff als relativ verpönt und wer es sagt, er gilt entweder als rückständig oder als Rassist. Dieses Video dient zu Aufklärungszwecken, deshalb werde ich jetzt ungehemmt einfach mal diese Begriffe benutzen. Ja, dann ist es natürlich schwer. Also ich noch mal kurz zur Geschichte. Pippi Langstrumpf, das starke Mädchen, wie sicherlich jeder weiß, mit ihren Freunden, hat einen Vater. Was mit der Mutter ist, weiß ich glaube ich, die ist gestorben. Die Pippi Langstrumpf lebt alleine. Der Vater, der war Seemann, ist über Bord gegangen, an irgendeine Insel geschwemmt worden, und dort haben sie ihn zum König gemacht. Und weil das Volk anscheinend dunkelhäutig ist, hat sich der Autor Ottfried Preußler damals gedacht, nennen wir es so mal, nennen wir ihn Negerkönig, weil das wurde eben vor, ich glaube, sogar 50 Jahren noch normal gesagt. Ich weiß nicht genau, wann er es geschrieben hat, aber das war gang und gäbe bis, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ab wann hat man aufgehört, Neger zu sagen? Ja, und jetzt hat man natürlich gesagt, weil man auf den Begriff an sich nicht generell verzichten kann, also nicht einfach rausstreichen, weil es ergäbe ja sonst keinen Sinn mehr, hat man ihn in Südseekönig geändert, weil das Volk anscheinend irgendwie in der Südsee lebt. Ich muss zugeben, diese Art von Korrektur finde ich nicht ganz so schlimm. Also damit könnte man leben. Mich stören vielmehr die Umstände, die dazu geführt haben. Also, dass die Political Correctness jetzt sogar, wie ich sie nenne, nicht mal vor den Kinderbüchern Halt macht, das finde ich einfach dumm. Aber gut, das ist jetzt eigentlich nur das bekannteste Beispiel. Ich habe auch noch ein paar andere rausgesucht. Hier zum Beispiel aus Die kleine Hexe, da gibt es eine ganze Menge Wörter drin, die man angeblich heute nicht mehr sagen würde. Ich habe mal Folgendes rausgesucht. Es gab auf der Seite Netz gegen Nazis, die ich aber nicht gerne lese, weil die total links sind und damit auch nicht neutral. Gab es noch ein paar mehr Begriffe, aber ich habe nur die relevanten für mich rausgeschrieben, die ich in vielen Medien finden konnte. Da war unter anderem der Begriff Neger bzw. Negerlein, der Begriff Wichsen, der zwar nicht rassistisch ist, aber unter dem man heute was anderes versteht, der Begriff Zigeuner, Türke und Chinesenmädchen konnte ich auch noch finden.
Es gab dann noch andere wie Indianer und so weiter, aber ich finde, Indianer und so ist nicht im geringsten rassistisch. Fangen wir mal mit dem ersten an. Neger bzw. Negerlein. Veralteter Begriff, verwendet man heute nicht mehr. Ich habe auch, ich glaube, als ich noch so 5 war, habe ich auch noch ein Buch vorgelesen bekommen, das hieß 10 kleine Negerlein. Das kennt doch wohl auch jeder. Würde man erst recht heute in Anführungszeichen als rassistisch bezeichnen, aber man lässt sich seine Meinung eben nicht gerne anderen auftreiben. Also ich, zu Deutsch gesagt, ich lasse mir nicht von anderen aufschwatzen, wie ich zu denken habe und was ich zu sagen habe. Zweites Wort, Wichsen. Da wurde schon angeblich vor 2 Jahren eine Korrektur gemacht. Es gibt eine Stelle, die habe ich hier sogar rausgesucht. Da habe ich mir extra die Arbeit gemacht, die rauszusuchen. Ich lese es mal vor. Ja, wo haben wir es denn? Hey, rief sie zornig den Bengeln zu. Wollt ihr die Kinder in Ruhe lassen? Ich wichse euch mit dem Besen durch, wenn ihr nicht aufhört. Ja. Das ist die Stelle, die bereits vor 2 Jahren korrigiert wurde, aber ich habe erfreulicherweise die Uncut-Version, die ich auch so vorlesen würde, bedeutete damals was anderes. Ich wichse euch mit dem Besen durch, damit ist wohl gemeint, sie verhaut sie mit dem Besen, also Kloppe, Schädelkloppe, bisschen durchhauen. Kann ich verstehen, wenn sie es ersetzen, aber ich finde, man sollte dann so eine Anmerkung machen, hieß mal so und so oder andersrum, man könnte beim Ich wichse dran schreiben. Es ist was anderes gemeint, das ist ein alter Begriff. Allgemein noch gibt es so die Begriffe, ich wichse die Schuhe und sowas. Heute versteht man unter Wichsen es sich selber zu machen, vielleicht weil wegen Schuhe und so, ne, muss man ja so reiben, um sie sauber zu kriegen. Vielleicht hat sich das daraus irgendwie abgeleitet, keine Ahnung. Beim Wort Wichsen, ja gut, kann ich es halbwegs verstehen, auch wieder mal. Drittes Wort, Zigeuner. Ja, das Wort Zigeuner ist heute noch relativ geläufig, ist auf die Gruppe der Sinti und Roma anzuwenden, gilt ebenfalls als verpönt. Aber das Zigeunerschnitzel, die Zigeunersoße, die gibt es immer noch und ich habe damit überhaupt nicht das geringste Problem. Ich finde, das ist völlig gut. Ich fand das ehrlich gesagt letztes Jahr ein Witz, als irgendwie der Zentralverband der Sinti und Roma gefordert hat, diese Begriffe zu streichen. Da habe ich erst gedacht, das ist ein Scherz. Da habe ich gedacht, als Zigeunersoße rassistisch? Das ist echt ein Scherz. Das heißt doch mal einfach so. Ich meine, die Zigeuner, die Zigeuner. Die Soße ist nicht mal aus Zigeunern gemacht, in Anführungszeichen. Also, was soll das? Ich finde, das ist einfach nur linkes Gutmenschentum. Vielleicht ist es blöd, wenn sie sich beschweren, aber meinetwegen, ihr habt hier überhaupt nichts zu sagen. Von euch gibt's viel zu wenig. Viertes Wort, Chinesenmädchen. Finde ich ehrlich gesagt nicht rassistisch. Genauso wie Zigeuner, es geht schon mehr in so andere Richtungen. Aber Chinesenmädchen finde ich ehrlich gesagt nicht im geringsten rassistisch. Oder? Also Chinesenmädchen. Also Chinesin ist auf keinen Fall rassistisch. Chinesenmädchen, na, war damals vielleicht auch abwertend gemeint, aber ich finde, es ist nicht rassistisch. Fünftes, Türke. Was ist am Begriff Türke bitte rassistisch? Mein bester Freund ist Türke. Ist das rassistisch? Allen Ernstes? Ist das rassistisch? Oder irgendwie, ich glaube, das war in diesem Buch so im Zusammenhang. Ja, ihr Türken, ihr Chinesenmädchen, so hört zu, aber ich finde, das ist nicht schlimm. Das ist absolut nicht schlimm. Also, findet ihr das schlimm, ganz im Ernst? Macht euch von allen Urteilen frei, die ihr in den Medien bekommt und überlegt, ist das schlimm? Ja gut, wahrscheinlich werden jetzt 80% sagen, ja, streicht diese Begriffe, aber wie soll man sie dann bitte ersetzen? Das ist nur so meine Meinung. Ich habe da einen Kompromiss für, ich habe überhaupt gar kein Verständnis für diese Korrektur. In manchen Dingen kann ich es halbwegs verstehen, aber ich finde es ehrlich gesagt lächerlich. Und deswegen habe ich mir 2 Sachen ausgedacht, wie man es machen könnte, die eigentlich relativ ähnlich sind. Ich würde als erste Möglichkeit die Originalbegriffe lassen, so wie sie schon immer gewahren waren. Ich meine, wenn man jetzt einen aktuellen Goethe liest und man da irgendwie hört, nee, sagen wir mal einen Schiller. In der Schule, da gibt es ja immer noch Schiller und Goethe und diese Werke sind unverändert. Da steht unten drunter immer als Anmerkung, was denn heute darunter gemeint sein könnte, falls da etwas drinsteht, was man heute nicht mehr so direkt verstehen würde. So könnte man es machen. Oder man könnte die Begriffe ersetzen, so wie es gefordert wird, aber dann als Anmerkung drunter schreiben, das hieß mal so und so, wird aber aus den und den Gründen nicht mehr benutzt. Das sind 2 Möglichkeiten, mit denen ich mich arrangieren könnte. Aber einfach zu streichen und dann sagen, ja, das war's so. Das ist nicht. Vielleicht sollte man dann bei, nehmen wir mal an, das hier ist die zensierte Version, dann könnte man hier unten irgendwo so dran schreiben, also irgendwie politisch korrekte Ausgabe des von 2013.
Das müsst ihr dann draufschreiben, also dass es nicht als das Original verkauft wird. Das fände ich dann richtig scheiße, weil das wäre auch noch Betrug obendrein. Ja, so viel. Also ich hatte das ja auch in der Schule. Also diese älteren Begriffe sind allgegenwärtig. Also wenn man jetzt irgendwie eine Biografie von Cäsar liegt oder so, dann liest, dann steht da auch nicht drin. Ja, Cäsar war YOLO und griff einfach mal die Germanen an. Nee, das war nicht so, ey. Wer würde denn auf diese scheiß Idee kommen? Ganz im Ernst. Ja, auch noch Lehrmaterial. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine ganze Menge entschärft worden, aber manche Begriffe sind eben noch ziemlich alltagstauglich geblieben. Also zum Beispiel im Erdkunde-Leistungskurs, da hatte ich jetzt vor einem halben Jahr oder sowas eine Karte bekommen. Also wir hatten das Thema Städte. Da hatten wir eine orientalische Stadt und in dem Fall hatten wir das Beispiel Damaskus, also die Hauptstadt von Syrien, die im Moment ziemlich umkämpft ist, aber irgendwie auch nicht. Also egal, das ist ein anderes Thema. Da stand so in der Gliederung drin, dass die immer getrennt sind. Die Friedhöfe sind bei den Religionsangehörigkeiten da immer getrennt gewesen. Das war zumindest in den 60ern so. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Da stand an der einen Seite christlicher Friedhof und es gab muslimanischer Friedhof, also islamischer Friedhof für die Muslime. Da hat dann auch sofort die Lehrerin gesagt, verwendet mir ja nicht den Begriff muslimanisch, das sei politisch nicht korrekt, das sei rassistisch. Ernsthaft? Also ich finde es ehrlich gesagt nicht so rassistisch. Also vielleicht passt es den Muslimen nicht, wenn man diesen Begriff benutzt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso. Also klar, Sprache verändert sich, aber irgendwie ist das doch alles hier Zeitgeschichte, irgendwie das dann den heutigen anzupassen, da hätte man doch nichts von. In Goethe- und Schillerbüchern, wie ich vorhin schon mal sagte, gibt es massig Begriffe, die mir nicht mehr geläufig sind. Und da steht unten als Anmerkung drunter, was es denn bedeuten könnte. Hier zum Beispiel habe ich jetzt aus einem Schillerbuch, ich glaube irgendwie Kabale und Liebe, Skortation bedeutet Prostitution. Also das Wort kennt doch kein Mensch heute, Skortation oder so. Kennt keiner. Aber es steht als Anmerkung drunter und es wurde nicht Prostitution draus gemacht. Weil es ist ja Zeitgeschichte und der ist geschützt, aber die Kinderbücher nicht. Wo ist die Logik? Aber gut, ich rede schon wieder zu viel. Das Video sollte nur gerade mal 5 Minuten gehen. Jetzt geht schon wieder über 12 Minuten. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ich finde es ehrlich gesagt total lächerlich, das Ganze zu machen. Ich habe vorgeschlagen, was ich machen würde. Ich würde es als Anmerkungen unten dran schreiben, was da gemeint ist. Außerdem lesen es die Eltern ja auch vor. Und ich habe es als Kind so gemacht, wenn ich was nicht verstanden habe, dann fragt man Mama, Papa, was bedeutet das? Und so sollte das auch nach wie vor bleiben. Gut, dann habe ich jetzt mal meinen Senf dazu abgegeben. Ihr könnt mir auf jeden Fall auch unten dran schreiben, was ihr von dieser Rubrik haltet. Da könnt ihr mich auch sonst irgendwie drauf anschreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr das gut findet, was ich hier mache, ob ihr das scheiße findet. Und falls ihr es gut findet, könnt ihr mir gleich noch ein Thema dazu schreiben, was ich als nächstes Mal behandeln kann. Nächste Folge Asperger Talk erscheint übrigens auch bald wieder. Wenn ich Photoshop habe, kommen auch die ganzen Thumbnails wieder. Das war jetzt erstmal flach gefallen, die kommen wieder, darauf könnt ihr euch verlassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt, mit Herr Frankfurt 14 irgendwelche Vlogs oder was weiß ich für einen Dreck auch immer. Gut, viel Spaß und vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.